Okay, und damit feuchten guten Tag, meine Freunde. Willkommen zurück zu Pokémon Feuergradation. Ja, Leute, wir bewegen uns jetzt im zweistelligen Bereich, Leute. Wir sind jetzt im Part 11 angelangt. Und im letzten Part haben wir Team Shockets Hauptquartier infiltriert, die Pokémon von Professor Eich und sein E wiederbekommen. Und nun, ja, was das ist, weiß ich nicht. Wollen wir mal hier rausgehen, ne? Oh, oh, das hat sich befreit. Was? Missing No? Was zum... Wo ist es hin? Wo kommen Sie denn schon wieder her? Ich dachte, ich hätte unser Buchstaben-Pokémon gehört. Oh nein, was hast du getan? Ich dachte, du bist befreit. Ich hab doch gar nichts getan. Was war das für ein Viech? Verdammt, ich muss es unbedingt wieder einfangen. Was, wenn es sich an der Küste einer Insel versteckt und dort heimlich Items vervielfacht? Oder am Ende sogar über Level 100 wächst? War es nicht euer Ziel, ein solches Über-Pokémon zu erschaffen? Ja, aber eins, das unter unserer Kontrolle steht. Aber das ist eh nur eine Frage der Zeit. Bald werden wir es haben wir es gefangen, dann bist du, der Idiot. Mit dem Pokémon holen wir uns erneut ein Zerr und das E. Hättest du mir auch einfach abnehmen können, ich bin ein kleines Mädchen, lol. Dann wird das Pokémon perfekt und es wird uns gehorchen. Du hast keine Chance. Es wird echt was über für diese Abgänge übrig. Das muss ich auch mal probieren. Licht aus. Und jetzt? Aua. Im Dunkeln eine Treppe runter zu gehen, ist echt keine so gute Idee. Habe ich bei dem Sturz noch nichts verloren? Ist eh und die drei Pokémon schon noch da zu sein. Soll ich die jetzt endlich zurück nach Lohnloch heimbringen? Habe ich wirklich alles dabei? Ja, scheint so. Ja gut, dann hauen wir wieder ab, Leute, ne? heilen erstmal unsere Pokémon. Ja, danke, ich will sie heilen. Dann will ich jetzt endlich, wenn wir hier raus sind, zu einem PC gehen und zu einem Markt, um endlich diese beschissenen Items zu kaufen, weil wir haben keine Heil-Items mehr. Und die werden wir brauchen. Wir werden auch unsere Glumanda brauchen. Und Ansage, Leute. Ich habe vor, es so einzurichten, dass wir es so machen, dass es wird sehr wahrscheinlich eine Fehlerfolge geben, wahrscheinlich Part 12, wo wir einfach Pokémon trainieren. Ich werde es schneller machen, ich werde dann dabei was reden und ich hoffe, das ist okay für euch, weil ich sag's ganz ehrlich, Leute, wir müssen ja auch mal Pokémon trainieren und wenn wir das nie machen und nur immer in diesen Parts, gut, wir kommen in der Story voran, ne, aber sonst nichts. Deswegen wird es eine Fillerfolge geben, das sage ich euch nur mal. Wann die kommt, das werdet ihr dann sehen. Seid gespannt auf jeden Fall. Soll ich eigentlich nicht. Und dann, ja, hauen wir jetzt ja erstmal ab aus diesem Labor. Wir haben es ja alles infiltriert, der Alarm ist aus. Alles super. Ich glaube, ich bin hier richtig. Und ja, hier geht's raus. Nice. Okay, wartet mal. Wir können ja jetzt Zerschneider einwenden, oder? Ja, lässt nicht verwenden, das Zerrfeld, okay. Hä, haben wir das Zerr nicht bekommen? Ach, keine Ahnung, ein Radfratz. Du tötest jetzt einfach alles auf dem Weg wieder, damit du Level 31 erreichst. Ihr kennt's, Leute. Leute, ganz ehrlich, warte kurz, erstmal auf die Karte schauen. Okay, wo ist Knoblauchheim? Da unten, also muss ich... Boah, muss ich jetzt hier durch, oder was? Okay. Ja gut, ich weiß, wo ich hin muss. Ist na kein Ding, Leute. Nein, das ist gar kein Ding. Wir gehen da locker hin, Leute, Alter. In der Hut ist der Flame. Und Biss macht keinen Schaden, du Kecko. Das ist keine Chance. Aquawelle, töte ihn. Die 300 Schaden. Ey. Oh, wenn nur alles Pokémon-Spiele so geil werden wie Pokémon Feuergrün, ey. Das wäre was, ne? Ja, by the way, ich kann ja auch ein wenig was ansprechen. Ich habe vorhin, ich ziehe jetzt gerade Feuergrün wirklich durch, danach mit Poké-MMO krasser fortgeführt. Ich habe Poké-MMO nicht vergessen, Leute. Keine Sorge. Aber ich will einfach dieses Let's Play jetzt fertig haben. Deswegen suchte ich es gerade wirklich durch, weil es mega Spaß macht. Und ja, wie gesagt, danach habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden. Also, ich habe auch dieses Harry Potter-Ding nicht vergessen. Nur das Ding ist, ich warte immer noch auf das Roleplay-Ding. Es wird kommen, aber jetzt halt noch nicht, weil halt wir uns gerade noch nicht getroffen haben. Ich muss dann noch bald einen Part machen, ich weiß. Tut mir leid, ich habe es wirklich vergessen. Aber ich werde es noch probieren zu machen, okay?
Ich hoffe, das ist so eine Art Deal. Auf überhaupt so richtig? Ich hoffe. Ich hoffe es, Alter. Weil, puh. I don't know. Leute, damit wir jetzt auch was in diesem Part schaffen, werde ich jetzt... Ich habe 6 Sonderbomber. Level 3. Nassschweif. Oh. Geil. Ich werde jetzt meinen Shillock zu einem Turtok entwickeln. Ja. Ich werde es wirklich machen, weil es macht am meisten Sinn. So, Sonderbonbon. Tada. Ab wann entwickelt er sich? Okay, 36. 36. Schädelwumme. What the fuck? Das ist nicht eine gute Attacke. Lol. Er hat Aquawelle weg. Schädelwumme entwickelt sich? Was? Hätte ich ja gar nicht damit gerechnet. Geil. Wir haben ein fettes Turtok endlich in unserem Team. Nice. Frisst doppelt so viel wie andere Pokémon. Aber egal. Es ist eine Wumms. Es ist eine Wucht, meine ich. Nice. Jetzt haben wir endlich auch unser Turtok. Okay, dann kann ich was auf das Thumbnail packen. Nice. Ich kleiner Wichser, ey. So. Wohin geht's jetzt? Eigentlich? Wohin geht's, Alter? Warte mal. Kurz auf die Karte schauen. Ich habe halt kein Fliegen, ne? Ja, ich muss da durch. Ja, ja. Ich laufe schon richtig. Alles gut, Leute. Schutz wirkt nicht mehr. Okay. Dann müssen wir wieder durch die Höhle, ne? Ja, mach mal das. Aber wir haben jetzt ein fettes Turtok. Haut rein. Finde ich gut. Endlich, ey. Immerhin so ein kleines Upgrade. Wisst ihr, weil Turtok... Damit seid ihr halt auf sicheren Seite. Weil Shillock steckt halt nicht so viel ein. Aber Turtok auf jeden Fall. So, Nassschweif wird erstmal gezeigt. Ja, schaut an. Schaut, Turtok, Level 36, 100 Health, Erfahrungspunkte, was für, Kraftpunkte, was zum Teufel, was will man mehr, ey. Wirklich Traum eines jeden Pokémon-Trainers, dass sein Pokémon die finale Stufe erreicht hat. Das nächste ist noch Taubos, wird wahrscheinlich im, in der Filler-Folge gemacht. Und dann wird noch, Glumanda hochtrainiert auf, mindestens Glutex, damit sich das nächste Part zu Glurak entwickelt. So ist mein Ziel jetzt. So, damit ihr wisst, was ihr jetzt so an... euch bevorsteht. Ich will euch ja nicht irgendwie im Dunkeln tappen lassen. Und wenn ich jetzt falsch bin, ich kotze im Kreis, ne? Ja, ich bin schon richtig, alles gut. Ich bin richtig, nice. Ich glaube, es soll auch so gemacht sein, dass wir da wirklich, dahin kommen, zu Fetial City, weil sonst würde das keinen Sinn machen. Da, 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 da. Wenn ich hier falsch bin, dann rück ich das aus. Ah, oh, ich bin falsch gelaufen. Oh, Mann. Ja, wir probieren jetzt auf jeden Fall erstmal zurück nach irgendwie Ding zu kommen, nach Klonlochheim. Ich setze auch nochmal Schutz ein. Sorry, Leute, aber ich habe jetzt keinen Bock von diesen Tentakels angegriffen zu werden oder was das auch für Mutanten sind. Ich frage mich, ob diese Mutationen jetzt durchweg fortbestehen und ob sie auch mal weggehen. Das würde mich interessieren. So. Hä, habe ich nicht das Zer? Hä? Ich habe doch das Zer. Ah, gut, okay. Vor allem zerschneiden, nice. Ich dachte schon, sonst wäre ich jetzt hier nicht durchgekommen. Das wäre jetzt ein wenig dumm gewesen, okay. Irgendeiner von euch Keroks kann doch bestimmt zerschneiden lernen, oder? Du kannst das. Kann keiner lernen? Willst du mich verarschen? Ja. Was mach ich jetzt? Das macht keinen Sinn. Hä? Es kann keiner lernen? Willst du mich verarschen oder was? Hä? Ich check das nicht. Bin ich jetzt... Hey, wie komme ich denn jetzt durch? Ich muss das fangen wahrscheinlich. Hä? Was zum Teufel? Hä, wie komme ich da durch jetzt? Kann ich Pokémon freilassen? Warte mal. Shadows.
Was soll ich damit machen jetzt? Das kann es nicht erlernen. Hä, what the fuck? Hä? Hä? Bin ich jetzt blöd? Ey Leute, sorry, ne? Ich bin hier, glaube ich, gerade richtig behindert. Wartet mal. Wir gehen mal auf die Karte. Ja, ich muss da durch. Ey Leute, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Ich schau, wenn nicht, dann... Ey, ich habe keine Ahnung, Leute, ne? Meine Pokémon können keiner von denen kann zerschneiden. Vielleicht ist da ein Ding. Das wäre das einzig Logische noch. Bitte. Oh ja, er hat einen PC. Ich liebe dich. Oh, danke. Ich liebe dich. Ja, bewegen. So, ey, Raupi, hau ab. Warte mal. So, da steht's jetzt. Kannst du das jetzt? Lass mal gucken, ob der das kann. Es wäre halt gut, ne? Weil... Wir nehmen mal ganz kurz für... Bewegen, ja. Dann kommt der mal hier. Ja, Close Box. Dann schauen wir jetzt mal, ob er das erlernen kann. Bitte, einer von euch beiden muss es können, ne? Nee. Oh, er kann's. Oh. Oh. Oh, danke. Ich liebe dich, Glumanda. Ehren-Pokémon. Boah, das war jetzt wichtig, Alter. So, dann können wir jetzt nämlich auch gleich hier zurück. Ja. Oh, nice. Dann kommen wir jetzt hier auch weiter. Alter, ich dachte, wir kommen jetzt hier nicht weiter, ne? Hatte ich ein Glück. Und der Ding hört auf. Nice. Leute, ich habe eine Idee. Den basten wir jetzt erstmal mit Stärke. Ich werde meinen Glumanda jetzt ein bisschen trainieren. Weil er ist eh noch auf keinem hohen Level, deswegen können wir ihn eh trainieren. Glumanda, du willst ja eh mein Team, ne? Habe ich gehört. Kommst du mal auf die 1, dann tauschen wir dich gleich jetzt. Weil so kriegt ein Glumanda die Level, die er braucht, um auf Level 16 zu kommen. Das ist einfach das Beste, was man machen kann. Ja, wir wechseln nicht mit Tauboga aus, weil Tauboga braucht noch ein paar Level. Ja, okay, das hätte jetzt nicht viel abgezogen, aber trotzdem. Ja, Windhose, komm. Ey, also ich muss Tauboga auf jeden Fall trainieren, ey. Wirklich, Tauboga macht halt, kann nichts. Nice. 70. Wir müssten jetzt Level 6 sein, eigentlich. Ja, müssten wir. Naja, wir kriegen so auch Level, also passt alles. Ja, Level 6, seht ihr, easy. Pokémon, tauschen wir wieder zu tauschen zu Turtok. Tausch. Ja, komm, du siehst mir 3 Schaden, Mann. Was willst du? Und so kriegt Glumanda auch seine Level voll. Also, es wird, wie gesagt, eine Fehlerfolge geben, Leute. Das seid ihr jetzt mal nicht. Irgendwie, munkelt da nicht rum. Das machen wir schon. Dass es passt. Und es tut mir leid, dass ich Glumanda diesen scheiß Zerschneider gelernt habe. Es tut mir leid, aber ich wäre es nicht weitergekommen. Das hätte ich machen sollen. Okay, du bist down. Ja! Level 7, nice. Da 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 da. Geht's nicht weiter? Okay, warte. Ja, ich mach das so lange. Dann nehme ich dich den Tag halt hier mit. Ist okay. So, das ist auch down. Nice, das ist Glumanda Level 8 schon. Sehr gut. Und wir sind in Fetja City. Nice. Endlich wieder eine Stadt. Oh, danke. Ich liebe euch. Oh, oh, Polizisten. Lol. Was? Hä? Polizisten? What the fuck? Ja, wow, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ich muss doch da durch. Oder nicht? Oder kann ich auch so durch? Vielleicht geht's auch so, ich weiß nicht. Sonst weiß ich ja nicht, was ich machen soll, ne? Oh.
Gut, dass wir gewechselt haben, weil so kann Glumanda noch ein paar Level abgreifen. Ich frage mich, ob wir dich fangen sollen, aber du bringst mir nichts. Deswegen töte ich dich. So, das ist down. Und ja. Nice, so kommen wir durch. Okay. So kommen wir hier durch, Leute. Jawohl. Oh. Das haben sie gut gemacht, dass man hier so schnell durchkommt. Da. Silberwall, da kommen wir auch so durch. Oh, das ist ein... Lol. Habe ich glatt übersehen, dieses Item. Wow. Dadurch sind wir schon auf Route 1. Wunderbar. Und dann sind wir in dann wollte ich sagen... Ey, Glumanda, du hast für dein Geld. Hopp. Ja, und er hat Glut gelernt. Nice. Du hast für dein Geld hier. Hopp. Du kannst jetzt schon Leute töten, also mach mal. Was habe ich jetzt gemacht? Komme ich hier nicht durch? Bin nämlich blöd. Ja, bin dumm. Hier geht's. So. Knoblauchheim! Endlich, Leute! So. Dann werden wir erst einmal ins Pokémon-Labor gehen. Oder? Ja, wir gehen auch ins Pokémon-Labor. Wer ist das? Hey, ich hab die Pokémon das eh zurück. Wer bist du und was suchst du hier? Hoffnungslos. Gib ihm sein E und lass uns von dir verschwinden. Dem kann nicht mehr geholfen werden. Und was ist mit dem Pokémon? Was mit dem Pokémon? Oh, hast du nicht gewusst, dass Flamer nicht vielleicht welche gekauft haben? Wie jetzt? Heißt das, der ganze Aufwand war umsonst? So direkt würde ich das nicht sagen, aber ja, es war umsonst. Na klasse, jetzt reicht's. Hier nehmen die ganzen Pokémon-Kram. Du und Flame dürft euch jetzt um das Buchstaben-Pokémon kümmern. Ich habe jetzt echt genug von Pokémon. Ich schaue mich mal in anderen Spielen um. Was? Wir benutzen den Gameporter. Mike, bleib da. Du kannst doch noch da bleiben. Nein. Was tust du? Lol. Wir sind wieder Markus. Also. Ich bin dumm. Wir sind wieder Flame. Ja, Mann. Weil ich habe Markus, weil ich immer dieses Let's Play von Markus schaue. Let's Play Markus. Schaut bei ihm vorbei, Leute. Ja, ich bin wieder ich. Haben wir noch Mikes Pokémon? Ja. Warte mal, lass mal gucken. Uff, wir haben Bisasam. Nur ein Bisasam. Hey, Flame. Mike will, dass ich dir ihre Pokémon und ihre Items gebe. Danke, diverses nutzloses Zeug. Nice. Ich muss dann jetzt auch wieder. Wenn ich Eich jetzt so lange allein lasse, fängt er wieder an, das Sofa anzuknabbern. Da fällt mir noch ein. Michael hat irgendwas von einem Buchstaben-Pokémon erzählt. Ich kann dir dabei leider nicht helfen, aber ich habe was im Radio gehört, was dir helfen könnte. Es wurde angeblich eine Art Virus auf der Siegestraße gesichtet. Oh. Vielleicht ist ja dieses Pokémon. Naja, viel Glück. Dankeschön. Leute, Siegestraße, Es liegt westlich von hier. Hier in den Stuhlinseln. Aber zuerst soll ich mir mal ein paar Pokémon von Michael besorgen. Im PC steht in meinem Zimmer. Okay, dann holen wir uns zuerst einmal. Leute, das nimmt jetzt hier eine sehr schöne Wendung, wie ich finde. Erst einmal schalten wir den PC ein und... Ja. Turtok, Alter. Rein mit dir. So. Dann nehmen wir noch dich mit. So. Dich natürlich. Ist ein gutes Team, finde ich, dafür. Ich werde und... Ja, ich werde auch noch den da mitnehmen. Oder? Ja, ich werde auch den mitnehmen. Weil ich brauche ein ausgewogenes Team für die Siegestraße. Deswegen werde ich dann im nächsten Filler-Folge offscreen die trainieren. Ich werde es aufnehmen und dann halt da irgendwas labern dazu. Und ich nehme auch dich mit. Denn Elektro ist immer gut. So. Haben wir das. Close Box. Okay, okay. Damit, Leute, würde ich sagen, war es das für die Folge. Ja, es war etwas kürzer als sonst. Aber wir sind wieder in Knoblauchheim. Ja, wir sind wieder back in business. Wir sind wieder Flame 13. Wir haben unsere Pokémon zurück. Alles ist cool. Wo Mike ist, wissen wir nicht. Wir haben eine Mission, in die Siegestraße gehen. Das werden wir machen. Aber alles im nächsten Part.
Leute, im nächsten Part werden wir halt, wie gesagt, die Pokémon trainieren. Im übernächsten Part wird es dann wahrscheinlich mit der Story weitergehen. Ja. Daumen noch nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus, man! Ciao!